vorkommen oder soll doch vorkommen. Rausgewaschen, tot dreimal vor, zurückfahren. Das hätte vielleicht mal was. Einmal quasi direkt auf der anderen Seite von der Autobahn. Doch wieder alles falsch gemacht, ne? Blöder Kraftfahrer. Hier vorne nach der Brücke rechts um die Kurve kommen. Bin ich von hierher gekommen. Mal gucken, wie es da hin aussieht. Einmal in so einem Stadion ein Tor schießen. Mensch. Kann ich da drehen? Muss bestimmt wieder den ganzen Weg rückwärts raus. Dann gehe ich mal aus der Runde. Bleib ich hier stehen? Oder fahre ich vor? Immer noch drehen jetzt. So. Also ich kann. Bin eben umgeknickt.
Ah, schlimm. Also ich kann da hinten rumfahren, ich kann da hinten drehen. Ich fahr dann diesen Weg hier wieder raus. Seid doch ruhig und unter Ladino. So, kann da hinten rum. Kann drehen. Und muss dann denselben Weg wieder rausfahren hier. Angeguckt, aber ich hoffe, dass das geht. Lenkeinschlag hin. Oder ist das hier vorne breit? Nee, ne? Ich glaube, ich fahre davor drehen. Ne? Ich jetzt hier drumherum quäle. Das kann schon vergessen. Ich fahre da innen aus, drehe. Ich hoffe, dass das geht. Ich stehe da hinten schon halber in der Böschung. Ne? Alter. Hier vorwärts hoch und stoß dann rückwärts wieder runter, ob ich darf oder nicht. Schön brav hochheben. Eine Spuren mache ich hier. Alter, jetzt schalt doch, Mensch. Mach ich nicht die Automatik aus. Jedes Mal. Fällt nicht, Baum steht. Ja,
natürlich ist eigentlich egal, das habe ich nicht. Was habe ich denn? Ich habe in 21 gute 10 Tonnen weniger. Wobei ich mit Sicherheit noch weniger habe. Keine Route möglich. Was? Warum nicht? Warum ist keine Route möglich? Hallo, willst du mich verarschen? Mainz, Koblenz, irgendwo Rheinböllen, Pfalzfeld, dort, das ist die Abfahrt, hier ist die Abfahrt. Kann man überhaupt erkennen, was ich hier mache, und genau da muss ich hin, etwa. Keine Route möglich, echt? Okay, also gut. Wiesbaden ist auch bescheiden jetzt zu fahren, weil die Brücke hier gesperrt ist. Ich könnte Wiesbaden durch die Stadt, aber da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dann werde ich wohl über Mainz. Mainz über die A60 fahren. Ansonsten ist überall Baustelle. Ich fahre halt einfach mal. Wird schon schief gehen. Weiß nicht, wann ich da bin. Ich habe jetzt 2 Stunden 42 Minuten Fahrzeit. Also gut, 1 Stunde 45 kann ich noch fahren. Bisschen mehr fahre ich mal. Vielleicht, naja, ganz hoch kommen werde ich nicht. Aber ein gutes Stück, denke ich schon. Mal gucken. Dann hoch abladen. Ich denke, ich bin so gegen, wenn ich eine Pause machen muss, so 13.30 Uhr, 14 Uhr werde ich leer sein. Gucken, was da noch gibt heute. Eins haben wir es, ich bin an meiner Ausfahrt, war wieder, also was heute an Stau ist, überall Katastrophe, wirklich Katastrophe. So weiß ich gar nicht, komm ich hier raus, ja, oder? Sieht mal so aus. Extra breiter gemacht, okay. Sieht, aber wahrscheinlich bleibe ich wieder vorne dran in dem großen Wendehammer stehen. Lade dort ab. Da bin ich niemandem im Weg. Thank you.
bleib hier vorne dran stehen. Ein bisschen gewaschen. Ich fahre jetzt nur noch rein in meine Halle und dann ist Rambo für heute. Morgen bin ich auch später da. Morgen werde ich erst gegen 11 Uhr beginnen. Morgen früh einen Termin. Aber wird euch herzlich egal sein. Spaß, alles gut. Wir haben schon Freitagmorgen. Gestern am Donnerstag war ich nicht hier. Ich hatte einen Termin morgens und der hat etwas länger gedauert. Und da war ich erst nachmittags gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr fertig. Dann war ich gestern nicht mehr hier auf der Arbeit. Heute Morgen fahre ich hier bei uns drin in den Hof. Da steht ein 8-Tonnen-Bagger. Den lade ich, den bringe ich nach Weilerbach, nach Wiesbaden. Nach Weilerbach. Dann fahre ich nach Ingelheim. Ja, komm, bleib mit. Weilerbach. Fahre ich nach Wiesbaden mit dem Bagger. Da hier ist es. Und mach dort leer, dann fahre ich rüber nach Ingelheim. Ich werde noch zusammenbringen heute. Da steht unser 323, der Cut. Den lade ich dort. Den bringe ich mit nach Hause. Werkstatttermin. So, hier ist alles an. Hier ist alles an. Den Bagger lade ich seitlich. Ist halt ein Gummi. Ist halt ein Gummikettenbagger. Ne? Das geht gut mit dem. Jo. So viel. So, hab geladen. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. 8-Tonnen Bagage mit Hammer und zwei Löffeln. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Wird heute
heute ein ruhiger Tag. Ich weiß nämlich, dass ich dann, wenn ich von Ingelheim wieder hier bin, das Feierabend machen darf. Alltag. Wie gesagt, jetzt fahre ich erstmal da runter. Wiesbaden gucken. Freitag läuft normal gut. Ich finde ja die Bilder, ne? So. Und dann denke ich, dass ich bis 11:30 wieder hier bin. 8:05. Ich bin hier gerade in Wiesbaden. Weiß jetzt natürlich nicht, muss ich auf diese Seite oder auf die andere Seite. Irgendwo wird eine neue Einfahrt gemacht. Ich vermute fast, ich muss hier auf die andere Seite. Hm? Schöne Wetter. Wenn du siehst, kann ich auch auf die Straße abladen. Wenn du nass bei uns sehe. Ja, ja. Ne, gut. Mach ich so. Ja, passt. Bleib ich hier draußen stehen. Hat, ja, stimmt, er hat ja Gummikette. LKW durch, da kommt ein LKW durch. Oder? So, ja, wieder bei bestem Wetter. Jetzt kann er raus wollen. Ne? Die alte Fellmütze. Ich schnell abladen. Wenn ich das recht gesehen habe, hat an dem Bagger eben, hat da jemand gearbeitet, da hat da jemand sauber gemacht. Ich werde es gleich sehen.
einfach über die Ampel geradeaus drüber und dann bin ich da. Habe ich ja auch schon einige Male gezeigt. Sieht der Parkplatz aus? Ja, sieht gut aus. Ach Gott. Muss ich ein braver gewesen sein hier. Ist ja gar nichts los. Ich parke jetzt hier, dann gehe ich hier in die Mitte zwischen Ein- und Ausfahrt in das Gebäude rein, gebe mich da anmelden und dann fahren wir rein. An den Bagger. Hält mich wieder, wenn ich rausfahre. So, ich bin hier drin. Ist mir jetzt gerade egal, ob ich einen auf den Sack kriege oder nicht. Der Bagger sieht aus wie Sau. So, 12.20 Uhr, ich habe leer. Mein Fahrzeug in die Halle. Mach Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. War eine recht langweilige Folge, denke ich. Nicht viel Zeigenswertes. Bis zur nächsten Folge, die hoffentlich wieder actiongeladener wird. Bleibt gesund, war's. Haut rein, bis denn. Ciao.